Meine Fresse, ey, was war denn das jetzt? 500 Meter runterfahren. Die ganze Zeit Neustart gemacht, das Scheißgerät. Jetzt habe ich die Karte vom Ding rausgenommen, trotzdem Neustart gemacht. Jetzt habe ich Offline-Modus eingeschalten. Ich hoffe, dass er jetzt geht und nicht wieder Neustart macht. Kilometer, dann sind wir da. Hoppala. Ach, du ahnst das nicht. Das ist eine Langstraße hier. Von rechts kommt nichts, von links kommt auch nichts. Hoffen wir mal. Dass wir nicht so ein besoffener Franzose plötzlich mit seinem Peugeot-Ferrari mit 200 km/h über die Landstraße gepfiffen kommt. Sieht hoch aus. Passt. Vor der Grenze. Arschleckerles. Das ist nach der Grenze. Oder direkt an der Grenze, kann man nicht sagen dazu. Das ist ein weites Stück nach der Grenze. Ups, Fußgänger für dich. Hier. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wo ist es? Frankreich. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich sehe auch nirgends ein Schild, wo drauf steht, Schlaginfo. Ich werde mal eine Ehrenrunde drehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das für eine Straße hier ist. Firma Vorbach, irgendwas mit Vorbach von der Riedorin. Bleibt schon stehen, ne? Mach keinen Blödsinn. Konz ZF, da ist es. Auto.
Können wir ganz kurz hier parken, wir dem Meister hier mal die Papiere zeigen. Mal schauen, was der dazu sagt, von der Halle hier. Weil da steht ja auch Zettel auf der Halle drauf. Bis gleich. So. Fahren wir da aus dem Werk raus. Bier brauche ich gleich, wir fahren nur ein paar Meter. Alter Mann. Es geht aber. So wie hat er jetzt gesagt, vorne. Die Halle rum und dann links. Ich werde mal kurz hier parken. Hier kann man schön stehen bleiben für die Pause. So, machen wir Pause. Pause stellen wir ein. Jetzt gehen wir in die Firma rein. Lassen uns die Scheine quittieren. Einmal entlasten. Strom aus. Ja, bis gleich.